Sei lieb. So, dann mal hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1366 zur besten Jejunskaya Kernsendezeit, nur 20 Minuten nach Mitternacht. Und ich hoffe, ihr seid alle noch ein bisschen wach und habt Lust auf absurdistanischen Irrsinn, denn dieses Mal habe ich einen ziemlich quer durchs Gemüsebeet zusammengesammelten Themenzettel mit 9 Themen, die teilweise zwar zusammenhängen, aber es dieses Mal endlich mal wieder nicht so ist, dass ich irgendwie 3 Artikel auf einen einzigen Themenblock beziehe. Und ihr wisst ja, ich habe es am liebsten, wenn der Themenzettel gut durchgemischt ist, dann ist es nämlich nicht so langweilig für mich, wenn ich immer das Gleiche erzählen muss. Und genau das haben wir heute mal wieder. Sind also schöne Vorzeichen für ein hoffentlich einigermaßen unterhaltsames Flöckchen. Und damit ihr mir jetzt nicht einpennt, bevor es die erste Nachricht gibt, legen wir auch direkt los, würde ich vorschlagen. Bevor Nachfragen kommen, Traktoren-News gibt es noch keine. Liegt einfach daran, dass ihr ja nun mittlerweile mitbekommen haben solltet, dass die Werkstatt diese Woche Urlaub hat. Heißt also, am Montag rufen sie mich an und sagen mir, wann sie den Traktor wieder dort haben wollen. Vor Montag werde ich also nichts Neues wissen. Ziemlich scheiß Situation, aber lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Nur damit das erstmal geklärt ist, damit ihr euch jetzt kein Kopfzerbrechen in der Kommentarspalte haben müsst. Jetzt starten wir aber durch mit dem absurdistanischen Irrsinn des Tages. Und da haben wir als erstes etwas, da haben wir zwar schon so ein paar Mal drüber gesprochen, aber da gibt es ein kleines Update zu. Hat man sogar eine Eilmeldung vor 2 oder 3 Tagen. Und nun hat der Tageslügel eine kleine Ergänzung rausgehauen, hinter einer Paywall versteckt, mit dem Titel SPD und Grüne kritisieren Lindner. Worum geht's? Na, eigentlich war ja mal auch im Koalitionsvertrag mitunter versprochen, dass für die Mehrfachabzocke CO2-Steuer, Gretel, Mondgebühr, dass da eine Kompensierung stattfinden sollte für die Bevölkerung. Dass die also nicht doppelt und dreifach draufzahlen müssen. Dafür hat die Hampel relativ medienwirksam ein sogenanntes Klimageld versprochen. Dass das an sich schon ziemlicher Murks ist und es deutlich sinnvoller wäre, die Leute gar nicht erst abzuzocken, ja, das haben wir 100-mal besprochen. Aber nehmen wir mal das gesetzte Wort der Hampel. Sie haben sich hingestellt und meinten, sie müssen ja die entsprechenden Mehrkosten abfedern und deswegen wollen sie ja das Klimageld, um das sozialverträglich zu machen, ihre Transformation der Wirtschaft. Also wirklich, naja, hampelsche Logik. Problem ist nur, offensichtlich wird dieses Versprechen des Klimageldes mittlerweile eingemottet. Und so steht nun in diesem Lügelartikel, dass es nun offensichtlich gewesen ist mit eben jenem Klimageld. Vor 2, 3 Tagen hieß es noch, naja, frühestens in der nächsten Legislaturperiode. Also vor 2025 geht da schon mal gar nichts, denn erstens kann man ja Geld, was man bereits ausgegeben hat, nicht nochmal ausgeben. Ja, was für eine Erkenntnis, das weiß eigentlich jedes Grundschulkind. Wenn es das 50-Pfennig-Stück schon in den Kaugummiautomaten gesteckt hat und gedreht hat, dann kannst du da nicht nochmal was, kannst das gleiche Stück nicht nochmal reinstecken. Also eigentlich Logik. Aber Logik und Hampel, ihr wisst, mathematisches Ungleichzeichen passt nicht so gut. Und so ist die Hampel offenbar der Meinung, das muss man ja erklären. Ja, der Hampel muss man das wirklich erklären, dass man Geld nur einmal ausgeben kann, weil die geben das in der Regel doppelt und dreifach aus. Und wenn ihnen dann auffällt, oh Kacke, das geht ja gar nicht, dann zocken sie irgendjemand anderem, der noch ein kleines bisschen was hat, dafür umso mehr ab, um ihren eigenen Schwachsinn, ich glaube, so kann man es bezeichnen, ihre eigene Inkompetenz darüber zu finanzieren. Aber zurück zum versprochenen Klimageld. Das soll nun offenbar nicht mehr 2025 oder in der nächsten Legislaturperiode oder am Sankt-Nimmerleins-Tag kommen. Es scheint praktisch vom Tisch zu sein. Und so teilt der Lügel mit, dass in der Regierung niemand mehr für den sozialen Ausgleich kämpft. Ach, irgendwie habe ich ein kleines Déjà-vu. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, war so ein bisschen so ein leichtes aus dem Off ins Studio reinschwingende Tönchen von wegen hahaha verarscht zu hören. Was soll man dazu noch sagen? Wer sich hat einlullen lassen von eben jener Hampel, die erzählt hat, wir zocken euch ein kleines bisschen mehr ab und von dem, also ein großes bisschen mehr ab und von dem großen bisschen mehr abgezockt, kriegt ein kleines bisschen von eurem Geld wieder. Wer sich davon hat verarschen lassen, einlullen lassen, der guckt jetzt ziemlich blöd in die Röhre. Denn erst sollte dieses tolle Klimageld ja praktisch umgehen kommen, so schnell wie möglich. Gab, glaube ich, sogar Stimmen, die haben das noch für Ende des Jahres angekündigt, vor ungefähr einem halben Jahr, aber da weiß ich nicht mehr genau, in welchem Kontext das war. Dann wurde es hinausgezögert, 2025 frühestens, weil ja erst die Datenbank geschaffen werden muss. Datenschutztechnisch hochgradig bedenklich, wenn man Personendaten mit Kontodaten und irgendwelchen Identifizierungsdokumenten verknüpfen möchte, nur um Geld auszuzahlen. Komisch, dass Abzocken auch ohne Datenbank geht, aber hey, das eine ist eben das eine und das andere das andere. Und jetzt plötzlich scheint es praktisch vom Tisch zu sein. Da scheint keiner mehr so richtig Lust drauf zu haben. Und das fällt selbst dem Tageslügel auf. Die sind ja für gewöhnlich sehr, sehr hampel
freundlich unterwegs. Es ist ja ganz selten, dass die mal ihre großen Vorbilder, die großen, hätte ich fast gesagt, das böse Wort mit F, hätte ich fast eingeworfen, dass sie die mal kritisieren. Das kommt beim Tageslügel alle Jubeljahre mal vor. Gucken wir uns aber was anderes an, was uns zu einem nicht hinter einer Paywall versteckten Tageslügel-Artikel führt. Und da geht es nun im Gegensatz zum Klimageld um einen wahren Geldsegen. Man kann es auch Geldregen nennen. Berichtet hat der Tageslügel nämlich, dass es eine große Spende an die Partei von Sarah Wagenknecht gegeben hat. Und zwar von einem Pärchen aus Ostdeutschland. Genau, bekannt wer das ist, ist nicht. Es ist wohl kein prominentes Paar. Die haben aber wohl zusammen, jeder ein Teil davon, 1 Million Euro ans Bündnis Sarah Wagenknecht gespendet. Das ist wirklich großzügig, denn bisher hieß es, die gesamte Partei hat nur eins, also hat nur ist gut, hat ein Budget von 1,4 Millionen, um die Wahlkämpfe auf die Beine zu stellen. Und wenn dann mal eben das Budget praktisch verdoppelt wird, ich würde meinen, das ist mehr als großzügig, aber hey, ratet mal, was der Schatzmeister dazu gesagt hat. Und da habe ich echt gedacht, ist das jetzt Rainer Winkler, den sie da eingestellt haben? Er hat sich zwar dafür bedankt, aber gleichzeitig hat er deutlich gemacht, dass die Partei ja auf weitere Unterstützung angewiesen wäre. Du hast da gerade 1 Million geschenkt bekommen. Und das Erste, was dir dazu einfällt, ist, ach ja, wir brauchen übrigens weitere Unterstützung, um unsere Strukturen aufzubauen und die Wahlkämpfe zu führen. Also, das sind Rainer Winkler-Vibes, oder? Das ist doch wie beim Drachenlord. Werden die Löwen und Unis rübergeschleudert und was macht er? Ja, ja, gib mir mehr. Also, das ist doch echt. Es würde nicht ausreichen, die 1 Million kommt ja nun zu den anderen, etwa 1,4 Millionen noch oben drauf. Es würde nicht ausreichen, um die Grundstrukturen der Partei aufzubauen und die Wahlkämpfe zu führen. Also ich denke, dass man mit 1 Million aber ziemlich solide so eine kleine Partei aufbauen könnte. Naja. Da sieht man mal wieder klassische Kommunisten offensichtlich. Kriegen sie schon 1 Million und sind immer noch nicht genug, kriegen den Hals nicht voll, weil man braucht ja noch mehr Unterstützung. Also wenn jetzt jemand 10 Euro in die Kaffeekasse gesteckt hätte und der Schatzmeister daraufhin gesagt hätte, okay, vielen Dank dafür, aber das reicht natürlich nicht für den Wahlkampf. Dann würde ich sagen, ja, ist nachvollziehbar. Und dass man dann auch noch weitere Unterstützung für eine Partei braucht, würde ich auch verstehen. Aber wir reden über eine verschissene Million. Und wenn dann im gleichen Atemzug, wo sich bedankt wird, hinten angeschoben wird, ja, wir brauchen noch mehr Unterstützung, also dann erinnert mich das wirklich an Vogel, aber scheint 2024 vielleicht auch einfach in Mode gekommen zu sein. Warten wir es mal ab, wie es damit nun weitergeht. Aber das ist doch echt dreist ohne Ende. Oh, Politik eben. Ja, Papillon. Jetzt aber zur nächsten Meldung. Altmaiers Unterhose, gib mal in die YouTube-Suchfunktion Rainer Winkler ein. Und grab dich ein bisschen durch. Wenn du anfängst, die ersten Videos zu schauen, dann wirst du wahrscheinlich einen Anflug von Mitleid verspüren. Wenn du dich aber dann ein bisschen weiter die Thematik eingräbst, dann wird das relativ schnell umschlagen. Aber das musst du für dich alleine herausfinden. Ich musste da auch durch. Ich habe mich da auch monatelang eingewühlt. Naja, zusammengefasst ist da Rainer jemand, der Meinung ist, alle anderen haben sein Leben zu finanzieren. Wenn sie es nicht machen, dann sind sie böse und gemein. Und er wäre ja so das höchste Wesen. Und deswegen, dies ist halt einfach so, nicht wahr? Ja. Und darauf geht er dann gepflegt eine Runde Kaktuschen. Jetzt aber zur nächsten Nachricht. Wir gucken uns was ganz, ganz anderes an auf der anderen Seite des großen Teichs, nämlich einen Bericht von der Weltzeitung, der uns mal nach Amerika führt. Nicht nur in Absurdistan wird demnächst ab und an mal ein bisschen gewählt, vielleicht auch nicht, das werden wir sehen. Auch in Amerika gibt es in absehbarer Zeit erneute Wahlen. Und genauso wie im besten Absurdistan aller Zeiten ist einem da auch aufgefallen, wenn man selber abschmiert, ist es ja zur Rettung der Demokratie notwendig, dass man die Opposition verbietet. Also jeder, der einem potenziell wählerstimmentechnisch gefährlich werden könnte, also einem die Ränge ablaufen könnte, die Püstchen klauen könnte, den muss man ja, um die Demokratie zu bewahren, also sich an der Macht zu halten, den muss man ja verbieten. Hat man in Amerika mit Trump relativ prominent versucht, ist wohl nicht so gut, hat wohl nicht so gut geklappt, aber da wollte man versuchen, ihn aus der Wahl auszuschließen, damit er nicht antreten darf. Oh. Macht man eben so als aufrechter Demokrat, nicht wahr? Wenn man genau weiß, oh, der Kandidat, der kommt deutlich besser an als man selbst, dann muss man versuchen, den Kandidaten daran zu hindern, an der Wahl teilzunehmen, weil andernfalls würde man das Pöstchen verlieren und dann wäre die Demokratie praktisch kaputt, nicht wahr? Weil Demokratie ist ja nur, wenn man selber gewählt wird. Ich hoffe, ihr versteht, dass das jetzt von meiner Seite ironisch gemeint war. Mein Ironieschild liegt leider immer noch da unten, das muss ich mal wieder aufheben. Das hat einer aus der Redaktion offensichtlich in einem Personalgespräch etwas vom Schreibtisch geworfen. Aber jetzt wollen wir uns den eigentlichen Inhalt der Nachricht angucken. Denn es führt uns nach Iowa. Man scheint es jetzt momentan auch eher frostige Temperaturen zu haben, besonders für die Demokraten. Denn dort hatte Donald Trump die Vorwahl haushoch gewonnen.
ungefähr 90% Auszählung war fertig. Für 90% der Stimmen waren ausgezählt, als die Meldung publiziert wurde. Und da hat er bereits über 50% der Stimmen für sich eingefahren. Es gab noch drei andere Kandidaten. Einer hat dann selber zurückgezogen, weil er festgestellt hat, naja, wird wohl nichts. Und jetzt ist er wohl voll Unterstützer von Herrn Donald Trump und ist jetzt da ein bisschen umgeschwenkt von, er möchte selber zu kandidieren, zu, er unterstützt die Kandidatur. Aber weiterhin angetreten ist DeSantis, der hat 21% bekommen. Und eine Nikki Haley, die war wohl auch mal irgendwie so eine Gouverneurin oder so, das ist amerikanische Politik, interessiert mich nicht so. Die ist bei sage und schreibe 19% angekommen. Also ich sehe da einen ziemlich großen Unterschied. Donald Trump über 50, dann weit abgeschlagen der DeSantis und dahinter dann die Nikki mit 19%. Ja, relativ klares Ergebnis, oder? Und das dürfte auch ungefähr schon ein Stimmungsbild für die richtigen Wahlen sein, weil bisher sind das ja nur die Vorwahlen. Und das wird den ein oder anderen Medienvertreter hierzulande ziemlich zum Rotieren bringen. Also die werden da wahrscheinlich vor Wut mit dem Fuß aufstampfen und, keine Ahnung, auf den Schock erstmal Kaktus nennen gehen oder so. Auf jeden Fall wird es da einige Hetzartikel in der hiesigen Presse geben. Und es wird wieder ein ganz, ganz großes Drama sein. Das haben wir ja schon mal erlebt. Also praktisch der Weltkrieg steht vor der Tür. Ach, keine Ahnung, die Apokalypse ist nah, denn es wurde ja nicht der gewählt, der unseren doch sehr, sehr ideologisch angehauchten Mainstream-Pressevertretern am besten gefällt. Blöd nur, dass es unter Donald Trump, soweit ich es in Erinnerung habe, keinen neuen Krieg gab. Das sah jetzt beim Opa, den man ab und an mal aus seiner Ladestation gezogen hat, sah das beim Opa ein bisschen anders aus. Und dass es momentan mehr so die Guten sind, die sich Hals über Kopf in jeden bewaffneten Konflikt auf diesen Erdball werfen. Das sollte eigentlich auch bei einem Tageslügel, beim Lügel und Konsorten angekommen sein. Aber vielleicht dauert es da einfach ein bisschen länger. Möglicherweise ist die Leitung eingefroren und dann kann das ja sein, dass die Information erst verzögert ankommt. So viel zum Thema Amerika. Die Vorzeichen stehen darauf, dass Donald Trump den Opa aus dem Amt kegeln wird. Und da können wir uns auf ein politisches Blaskonzert der Extraklasse einstellen, was die Hampel angeht. Die werden sich nämlich hinstellen und schreien, how dare you, wir sind mehr und wir sind doch die Guten und wer eine andere Meinung hat, ist ein Nazi. Das ziehen sie jetzt aktuell schon ab. Sie selber schmieren in so ziemlich allen Umfragen extremst ab. Also Hampel, Drei-Parteien-Koalition, nicht mal mehr 30%, da ist ja kaum noch was da. Mittlerweile müssen einige Hampel-Parteien zittern, ob sie über die 5%-Hürde kommen. Aber stellen sie hin und schreien, wir müssen die Opposition verbieten und wir sind mehr. Und da laufen sie dann auch auf irgendwelchen Propagandademos, wo sie angeblich 25.000 gewesen sein sollen, wo man so versprechende Haufen stehen sieht. Naja, das ist so die klassische PR-Schachtel, die sie immer wieder abziehen, wenn sie ihnen gerade passt. Kommt ja auch wirklich gelegen, dass man ein angebliches Geheimtreffen nun wundervoll zelebrieren kann, während man selber politisch überhaupt nicht mehr punkten kann und irgendeinen Vorwand brauchen, die böse Opposition irgendwie der bösen Opposition an den Kram zu pissen. Dass das Geheimtreffen der AfD de facto eine Vortragsveranstaltung war, bei der alle möglichen Leute anwesend waren, auch ein paar mit AfD-Parteibuch, ist richtig. Und dass es nicht geheim war, sondern man sich da, soweit ich weiß, im Vorfeld für anmelden konnte. Das wird dann geflissentlich ignoriert, aber das ist eine AfD-Geheimveranstaltung, Geheimtreffen, um einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen zu was auch immer, entwerfen. Da haben sich eine Handvoll AfD-Mitglieder im Vortrag angehört. Herzlichen Glückwunsch. Geheimtreffen. Also, naja. Das wird aber momentan als Vorwand genommen, um von der eigenen handlichen Inkompetenz abzulenken und zu versuchen, Hunderttausende aufzuhetzen gegen eine der größten Oppositionsparteien im Land, im Superwahljahr. Wird so nicht funktionieren, kann ich jetzt schon garantieren, weil den Schnulli de facto kaum noch jemand glaubt. Da kann man sich noch so oft blamieren und schreien, wir sind da 100.000, während da so ein trauriger Haufen vor der Bühne steht, wo der kleine Kobold von den Kobolden im Netz erzählt. Es ist aber mittlerweile auch beim dümmsten anzunehmenden User angekommen. Also irgendwie scheint da eine gewisse Diskrepanz zwischen Berichterstattung und Realität zu herrschen. Denn zum einen versucht man die Demonstration der Landwirte, die Mittelstandsdemonstration, ich glaube, das ist ein relativ passender Begriff, die versucht man zu diffamieren. Da versucht man zu erzählen, die Bevölkerung wäre ja so wütend auf die Bauern. Das entspricht in keinster Weise der Wahrheit. Kann jeder verifizieren, indem er einfach mal aus dem Fenster guckt, wenn bei ihm im Kurso vorbeikommt. Da steht nämlich der Nachbar draußen und winkt. Nur so als kleines Beispiel. Und auf der anderen Seite stellt man sich hin, Demo für Solidarität mit was auch immer, denken wir uns einen neuen Kampfbegriff aus.
und alle haben sich lieb und tolle Stimmung. Und da stehen sie dann und brüllen irgendwas von wegen, irgendjemand hasst irgendjemanden. Also das kriegt auch irgendwann wirklich der blödeste Zeitgenosse mit, dass das nicht so gut zusammenpasst. Auf der einen Seite erzählen, man würde ja für Nächstenliebe und gegen Krieg auf die Straße gehen, aber irgendwelche Kriegsparolen brüllen und im schlimmsten Fall auch noch mit irgendwelchen Metallstangen auf die Polizei einprügeln. Gut, das war jetzt eine Kommunistendemo an der Stelle, aber warten wir mal ab, wie lange es dauert, bis die erste der friedlichen, zivilgesellschaftlichen, die überhaupt keine linksideologischen Aktivisten sind, Kundgebungen, wie lange es dauert, bis die eskaliert. Es kann nur eine Frage der Zeit sein. Aber ihr seht, sie ziehen wieder, sie fangen wieder die ganz großen Geschütze auf, wie damals bei den angeblichen Hetzjagden, wo es genau ein Video als Beweis für gibt, wo die Urheberin gesagt hat, ja Moment, das war ein ganz anderer Kontext und das Originalmaterial längst veröffentlicht hat. Naja, die gleiche Chose fahren sie jetzt erneut und das hat ja damals schon nicht so gut funktioniert. Wird auch dieses Mal die Hampel nicht retten. Ich denke, das kann man so festhalten. Und da haben wir auch ein großes Tagesthema, das nehmen wir jetzt gleich mal als Einstieg in die Tagesthemen. Das verleiht dem noch etwas mehr Nachdruck, würde ich behaupten. Nämlich einem Bericht vom Lügel, der sich mit den Mitgliederentwicklungen der FDP befasst. Und die sehen nicht ganz so rosig aus. Denn die FDP hat binnen eines Jahres 4.280 Mitglieder verloren. Muss man erst mal schaffen. Vom Jahresende 22, Jahreswechsel auf 23, zum Jahreswechsel auf 24 sind 4.280 Mitglieder flöten gegangen. Sie sind ins Jahr gestartet mit 76.100 Parteimitgliedern und haben zum Jahresende noch gehabt 71.820 Parteimitglieder. Unter anderem auch relativ prominente Abgänge haben sie zu verzeichnen. Ein langjähriger Landesvorsitzender aus Sachsen hat das Handtuch geworfen, die Segel gestrichen, hat gesagt, ist für ihn eine hochemotionale Angelegenheit, aber er kann den Kurs der Bundespartei nicht mehr mittragen. Und die Rede vom Lindner, jetzt auf der Demonstration in Berlin, die war der letzte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht. Und da ist der ehemalige Landesvorsitzende aus Sachsen bei Weitem nicht der Einzige. Im Vorjahr sah es auch nicht viel besser aus. Aber da ist nur noch weniger als ein Viertel der FDP weggelaufen im Vergleich zu dem, was jetzt im letzten Jahr abhanden gekommen ist. Ach, die Mitglieder sind ja nicht weg, die sind ja nur bei einer anderen Partei, um mal in Pendlerpauschale zu zitieren, also frei zu zitieren. Möglich, dass von den 4.280 plötzlich und unerwartet verschwundenen Parteimitgliedern vielleicht auch der ein oder andere zur AfD gegangen ist, vielleicht zur Werteunion geht, das wird sich ja dann zeigen. Also möglicherweise gibt es da auch nicht Wechselwähler, sondern Wechselparteimitglieder. Im Jahr 2022 sind bereits 900 Leute der FDP verloren gegangen, also schon im ersten Hampelschen Irrsinnsjahr. Nach der Wahl hat die FDP Mitglieder verloren. Ja, warum wohl? Weil selbst die FDP-Mitglieder mitbekommen, da hat der Lindner unsere Werte und Grundprinzipien der Partei für Dienstwagen eingetauscht. Das finden die Basismitglieder irgendwann nicht mehr so schön. Aber von 900 ausgetretenen Mitgliedern 2022 zu 4.280 austretenen 2023. Ist heftig. Ja, könnt ihr jetzt runterrechnen, wie lange es wohl dauern wird, bis von der FDP nicht mehr allzu viel da ist. Also wenn man das jetzt dementsprechend weiter anwachsen lässt, im nächsten Jahr wieder das Vierfache austritt. Ja, ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine Mondrechnung, aber von 900 auf 4.000 und vielleicht im nächsten Jahr von 4.000 auf 16.000, wenn man es wieder von mal 4 nimmt und dann dauert es 2 Jahre bis zur nächsten Wahl und dann ist die FDP-Geschichte, also diese E-Geschichte, weil die 5%-Hürde wird wahrscheinlich bei der nächsten Wahl eine unüberwindbare Hürde werden. Aber es ist schon bemerkenswert, würde ich mal meinen. Man hat auch von Seiten der FDP ein Statement rausgegeben, was man denn davon hält, dass man hier einen Mitgliederschwund hat. Und jetzt ratet mal, was Ihnen dazu aufgefallen ist, was Sie da rausgeknallt haben. Ja, sie hätten ja in den letzten 6 Jahren einen Mitgliederzuwachs von 7.800 gehabt. Mhm. Das ist eure Antwort darauf, dass euch in einem Jahr 4.280 Leute weglaufen? Dass ihr in den vergangenen Jahren ja ein Plus von 7.800 hattet? Das, was ihr in 6 Jahren an Mitgliedern gewonnen habt, ist euch zu 50% davon ist euch in einem Jahr wieder weggelaufen. Also das ist keine Erfolgsgeschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Sicher, das mag jetzt nur meine subjektive Ansicht sein. Aber was vor 6 Jahren war, als die FDP vielleicht auch noch einen etwas anderen Stand hatte, als noch nicht der Letzte mitbekommen hatte, dass er von der FDP in der Regel nur verarscht wird, da sind vielleicht auch noch ein paar Leute eingetreten, ja. Aber den Mitgliedergewinn von vor 6 Jahren, jetzt den gegenüberzustellen, dass in einem Jahr über 4.000 weglaufen, das ist ein bisschen naiv, oder? Scheint aber in der FDP normal zu sein. Also es ist schon ein wenig Realsatire. Es ist eine
enorm hoher Mitgliederschwund für so eine, doch, na gut, klein ist die FDP nicht, mit knappen, mit um die 70.000 Leute ist schon eine Hausnummer, aber 4.000 von 70.000 Leuten, eben 5% der Partei weggelaufen, dann erzählt man, ja, wir haben aber in den vergangenen 6 Jahren ja so rein rechnerisch Mitglieder gewonnen. Ja, was meinen ihr, wie schnell die wieder weg sind? Ja, FDP-Logik. Passt zu den Umfragewerten, denn aktuell rangieren sie so zwischen 4% und 6%, je nach Bundesland, je nach Umfrage. Haben sie noch Glück, wenn sie auf 6% kommen? Gibt ja mittlerweile sogar schon, ich glaube, Sachsen war es, eine Umfrage, da ist die Partei unter ist die FDP unter Sonstiges zusammengefasst, kommt nicht mal mehr auf 1%. Also die 1%-Partei in ich glaube, Sachsen war es, hat sich ja der Lindner vor einigen Tagen noch medienwirksam hingestellt und den Landwirten gesagt, hören Sie um, Sie haben sich verrannt. Lieber Lindner, deine Partei liegt mitunter bei 1%. Wer hat sich da wohl verrannt? Aber hey, nehmen wir einfach so hin, dann rennen möglicherweise im nächsten Jahr tatsächlich die 16.000 Leute weg. Wenn die FDP als Regierungsmitglied mittlerweile unter Sonstiges gehandelt werden muss, weil sie so irrelevant werden in den entsprechenden Umfragen, dann ist das schon wirklich Realsatire. Lassen wir die FDP aber erstmal FDP sein. Sie können sich ja nun dafür einen von der Palme wedeln, dass sie in den vergangenen 6 Jahren ja knapp 8.000 Mitglieder gewonnen haben. Glückwunsch, verliert dann innerhalb von 2 Jahren wieder. Schauen wir uns aber was anderes an, was erstaunlicherweise eine ziemlich ähnliche Zahl hat, aber was in eine deutlich bedenklichere Richtung geht, nämlich einen Bericht von der Tagesschau, der sich auf die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe bezieht, die seit 2020 kaputt gegangen sind. Und das sind erstaunlicherweise 7.800, also gerundet natürlich. Die 7.800 Mitglieder, die die FDP in den letzten 6 Jahren gewonnen haben möchte, die sind an landwirtschaftlichen Betrieben in den letzten 3 Jahren kaputt gegangen. Das ist keine Überraschung, betrifft besonders kleine und mittelständische Unternehmen und man spricht davon in der Tagesschau, dass der Strukturwandel sich fortsetzt zu weniger, aber dafür größeren Unternehmen. Also heißt de facto, die kleinen Traditionsbauernhöfe, die gehen kaputt zugunsten von irgendwelchen Großkonzernen. Glückwunsch. Wer aber auf Qualität setzt, der weiß normalerweise, dass sich das oft, nicht immer, aber oft nicht unbedingt mit Quantität verträgt. Heißt also, kleine regionale Höfe haben mitunter eine deutlich höhere Qualität, das liegt ja in der Natur der Sache, als irgendwelche Riesenhöfe, die, naja, rein auf Masse produzieren. Scheint aber politisch so gewollt zu sein, denn die kleinen Landwirte, die werden ja offenbar ein Stück weit gezielt kaputt gemacht. Ja, dann kann man sich deren Land besser einverleiben, da kann man dann einen neuen Windpark draufstellen, vielleicht ja auch deswegen. Weiß ich nicht, kann man jetzt nur spekulieren. Wenn man sich aber anschaut, wie viele besonders kleine und Mittelständler auf den aktuellen Demonstrationen anwesend sind und denen mal zuhört, was sie zu berichten haben, dann schlackern einem die Ohren. Da geht es nämlich bei weitem nicht nur um Agrardiesel. Ja, das ist eins der großen Themen natürlich. Aber da geht es vor allem um immer mehr Bürokratie, die wichtige Ressourcen bindet, was dann an Arbeitszeit in anderen Bereichen auf dem Hof fehlt, was so ein kleines Familienunternehmen kaum noch abfedern, kaum noch stemmen kann. Wenn man da wirklich einen Hof hat, der von einer Familie betrieben wird, und das ist im mittelständischen Bereich gar nicht mal so ungewöhnlich, dann ist es unmöglich, sich mit immer mehr bürokratischem Schwachsinn zu beschäftigen, während gleichzeitig wirklich relevante Arbeiten, die auf einem Hof nun mal anfallen, und zwar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ist nicht, dass man da mal 3 Wochen am Male fliegen kann, wird schwieriger. Muss man nämlich für entsprechende Vertretungen sorgen, gerade wenn man Viehbetrieb hat. Tiere wollen jeden Tag was essen. Ob man da jetzt gerade Lust hat, freitags mal Schule zu schwänzen oder nicht, ist da ziemlich egal. Naja, die Unternehmen, die können es kaum bewerkstelligen, noch mehr Schwachsinnsauflagen zu erfüllen, während sie auf der anderen Seite immer weniger ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können. Und das wird mittlerweile auch immer stärker in die Öffentlichkeit getragen und das ist lange überfällig. Und jetzt haben wir es leider auch schwarz auf weiß belegt. Ist ja angeblich nur eine Verschwörungstheorie, wenn man dem einen oder anderen Grünen den Glauben schenken darf. Die gehen ja gerade damit hausieren, dass sie so eine Schwachsinnspropaganda verbreiten, von wegen, die Landwirte werden ja alle so reich. Sind sie nicht. Also sicherlich, große Konzerne machen einen Haufen Umsatz, aber Umsatz ist erstmal nicht gleich Gewinn und ein großer Konzern hat in der Regel auch einen Arsch voll Schulden, weil sie Kredite ohne Ende abbezahlen müssen. Also ja, nur weil sie da Geld einfahren auf dem Hof über die Quantität, heißt das eben nicht, dass sie da auch, na, wie die Prinzessin auf der Erbse da aus goldenen Schalen löffeln. So funktioniert es eben auch nicht. Aber das gibt's
Und da gibt es tatsächlich offenbar in Berlin den einen oder anderen, der das glaubt. Unsere Stallbrigade war ja nun auch am Montag anwesend in Berlin und unsere Stallchefin hat sich auch mit so einer Grünlingstussi angelegt. Hat schon gesagt, da gibt es bestimmt irgendwo Videos, wie sie da die Grüne zusammengeschissen hat. Na, da kam so eine offensichtlich etwas einfacher gestrickte Ökodame daher und hat versucht, unsere Stallchefin zu erklären, dass die Landwirte ja alle ach so reich wären. So eine Dame von wegen, Kühe sind lila und die braune Kuh, da kommt der Kakao raus. Also so total strunzdumm. Und da hat unsere Hofchefin auch gesagt, naja, Ihnen ist aber schon klar, dass ein großer landwirtschaftlicher Betrieb für gewöhnlich recht hohe Verbindlichkeiten hat. Und dazu wird geklotzt wie so Schellfisch. Naja, so viel zum Thema Grünlinge und Logik. Ob die Dame ein Parteibuch hat oder nicht, das ist jetzt nicht genauer überliefert, aber unsere Stallchefin, als es mir erzählt hat, die hat echt gesagt, die musste sich zusammenreißen, um nicht auf die Olle loszugehen. Und das kann ich nachvollziehen. Aber es geht ja so das Märchen um vom reichen Landwirt. Das betrifft aber eben nicht die Kleinunternehmen, die angeblich milliardenschweren Subventionen, die kommen da meistens nicht so sehr an. Es gibt sicherlich einige Großunternehmen, die profitieren davon, aber auch die haben eben, je größer das Unternehmen, desto höher dann für gewöhnlich auch die Verbindlichkeiten, die sie zu erfüllen haben. Wird ja auch immer erzählt, die haben ja alle so teure Traktoren. Ja, meint ihr, die spazieren da zum Traktorenhändler, knallen das Bargeld auf den Tisch und fahren mit dem Traktor nach Hause? Ich meine jetzt nicht euch mit meint ihr, sondern mehr so entsprechende Grünlinge, die so eine Scheiße erzählen. Ist schon klar, dass man dann für gewöhnlich einen Vertrag abschließt und über einen Zeitraum X so und so lange eben jenen Traktor abbezahlt, der dann auch irgendwann abgeschrieben werden muss, also genug Geld reinkommen muss auf dem Hof, damit der Traktor sich darüber finanzieren lässt. Nur weil da irgendwo ein teurer Traktor steht, heißt das nicht, dass der Bauer reich ist. Aber gut, das ist die Logik unserer freitagsschwänzen gehenden Universalexperten. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Und nun haben wir nur blöderweise die nächste Verschwörungstheorie bestätigt. Es gibt de facto ein Sterben an landwirtschaftlichen Betrieben, besonders eben die kleineren Unternehmen sind davon betroffen, nämlich mal eben 7.800 weg in den vergangenen 3 Jahren. Das entspricht einem Anteil von 3% offensichtlich im Vergleich zu 2020, also ein Rückgang um 3% im Vergleich zum Vor-Zombie-Irrsinn. Und was die Arbeitsplätze angeht, sieht es auch nicht ganz so rosig aus, denn da ist es sogar noch ein bisschen heftiger zu verzeichnen. Da sind mal eben etwa 7% an Arbeitsplätzen verloren gegangen. Also Arbeitskräfte jetzt zusammengefasst. Oh. Na klar, wenn die ganzen kleinen Höfe wegfallen, bei den Großunternehmen viel auch mehr maschinell gemacht wird, also sicher müssen die auch nochmal mitunter beim Ernten auf dem Feld stehen, aber da wird eben dann doch viel, viel mehr am Fließband abgearbeitet. Gerade auch im Viehbetrieb, da ist ganz, ganz viel über Roboter und was da läuft. Klar, das machen kleine Höfe mittlerweile auch, weil sie es anders gar nicht mehr bewerkstelligen können zeitlich, aber die ganz großen Unternehmen, die haben prozentual gesehen meistens weniger Mitarbeiter als so kleines Unternehmen. Jetzt nicht in Summe, aber von dem zur Größe des Hofes in Relation gesehen, haben die meistens weniger Beschäftigte. So ein kleiner Hof, der macht eben noch ein bisschen mehr selber und der hat dann auch mehr Bedarf nach Mitarbeitern. Wenn die kleinen Höfe kaputt gehen, dann geht eben auch 7% der Arbeitsplätze flöten. Bei einem Rückgang von 3% bei entsprechenden Unternehmen. Auch hier wieder Tendenz steigend, aber da freut sich vielleicht der ein oder andere Grünling, da gibt es dann günstige Agrarflächen zu erwerben. Und da kann man sich ja dann irgendeine Solaranlage raufstellen. Die kann man zwar nicht essen, aber scheiß drauf, wenn nicht gerade Dunkelflaute ist, kann man damit vielleicht seine E-Gondel aufladen. Gucken wir uns aber die nächste Nachricht an, bevor wir uns jetzt hier zu sehr ärgern. Nehmen wir das nächste große Tagesthema, das ist eigentlich auch wieder ein Ärgernis. Das führt uns aber zu einem weiteren hampelschen Versprechen, was einmal mehr... Wie formuliere ich das jetzt freundlich? Ein Schuss in den Ofen war. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Da muss ich immer an Team Rocket denken, wenn sie es mal wieder nicht geschafft haben, Pikachu zu rauben und dann weggeflogen sind und dann geschrien haben, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. So stelle ich mir mittlerweile die Ampel vor. Berichtet hat auch hier die Tagesschau, aber viele, viele andere Quellen auch. Die Fladdy, wir ärgern nicht die Chefin. Es kann sein, dass gleich ein Personalgespräch kommt. Der Fladdy hat nämlich gerade Anlauf genommen und die Chefin, die knurrt und hat nicht so richtig Lust, jetzt zu spielen. Naja, die Tagesschau hat nun über eine neue Studie berichtet vom Pestel-Institut, die wohl in Auftrag gegeben wurde von diversen Verbänden. Unter anderem dem Mieterbund, der Baugewerkschaft Sozial und... Also, okay, das ist jetzt nicht der Baugewerkschaft Sozial, das sind zwei getrennte Sachen. Also vom Mieterbund, von der Baugewerkschaft und von der Sozial- und anderen Branchenverbänden, die haben sie einfach zusammengefasst. Die wollten nämlich mal wissen, wie sieht es denn aktuell auf dem Wohnungsmarkt aus?
Und jetzt, große Überraschung, bescheiden. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Die Hampel hat versprochen und ist anschließend gebrochen, dass sie 400.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen wollen. Und jetzt können wir ja mal schauen, wie viele denn im letzten Jahr gebaut wurden, bevor wir uns dann die Ergebnisse der Studie anschauen. Und die sind alarmierend. Passt nicht so gut zu, wir haben ja Platzpropaganda. Denn spätestens jetzt sollte auch dem dümmsten anzunehmenden Hampel-Speichellecker klar sein, also wirklich Platz haben wir nicht. Aber vielleicht ist das auch nur eine Verschwörungstheorie? Sicher, der eine oder andere hat bestimmt noch Platz da im Kanzleramt unterm Schreibtisch, da kann man noch welche unterbringen. Aber so am Wohnungsmarkt ist weniger Platz. Gucken wir uns mal an, wie viele Sozialwohnungen nun im vergangenen Jahr gebaut wurden. Nicht mal ein Viertel, nämlich 30.000, die fertig geworden sind. 400.000 versprochen und 30.000 sind im letzten Jahr fertig geworden. Davor in dem Jahr waren es noch viel, viel mehr, Verzeihung, weniger, aber waren es nämlich nur 25.000. Ist auch irgendwie, mag ja sein, dass ich ein zu konservatives Zahlenverständnis habe und ich bin sicherlich kein Mathe-Genie. Ich habe Mathematik in der Schule nicht ganz so gerne gemocht, aber mir fällt schon auf, dass zwischen 25.000 und 400.000 und auch zwischen 30.000 und 400.000 schon ein kleiner Unterschied besteht. Überraschend ist es nun nicht, denn die Lage generell im Baugewerbe, die ist prekär. Nicht zuletzt durch hampelsche Irrsinnspolitik. Die Zinsen, die zuerst mit dazu beigetragen haben, dass keiner mehr bauen wollte, die haben sich zwar wieder ein bisschen normalisiert, aber die Energiepolitik hat sich nicht geändert. Es gibt nach wie vor kaum Baumaterial. Die Logistik wird immer teurer. Die Arbeitskosten steigen dementsprechend auch in die Höhe. Das Baumaterial selber wird teurer. Und dazu fehlt auch noch die praktisch gesamte Planungssicherheit. Also irgendwie alles nicht so eine Situation, wo man bestem Gewissens sagen kann als potenzieller Bauherr, ja, ich investiere jetzt, ich baue jetzt irgendwo was. Wenn man nicht weiß, ob man die Bude übermorgen überhaupt noch hat oder ob sie einem jemand wegnimmt, weil Enteignungen ja auch so geil sind. Weil wenn man jemanden die Wohnung wegnimmt, dann weiß ja jeder, per Zellteilung entstehen und wird dann aus einer Wohnung werden dann 10 Wohnungen. So hat man es in Berlin ja versucht zu erklären. In Berlin hat der rot-grüne Senat damals festgestellt, oh kack, uns fehlen Wohnungen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen die vorhandenen Wohnungen ihren Besitzern weg. Weil nach Adam Riese haben wir dann mehr Wohnungen. Das ist Logik. Darf nicht hinterfragt werden. Ich hoffe, dass jedem von euch auffällt, dass das Schwachsinn ist, ohne dass ich das da gesondert darauf hinweise. Naja, das war die Einschätzung des Berliner Senats dazu. Muss man nichts weiter zu sagen. Die Baubranche hinkt also massiv hinterher. Die Bewilligung von Bauanträgen sind ja bereits im vergangenen Quartal des letzten Jahres massiv zurückgegangen. Und jetzt kommt auch noch diese böse verschwörungstheoretische Studie vom entsprechenden Pestle-Institut. Und dabei kommt raus, es fehlen etwa 910.000 Sozialwohnungen. Also knapp 1 Million. Und das ist schon relativ großzügig geschätzt, denn da geht es nur um Sozialwohnungen. Also die für besonders einkommensschwache Personenkreise. Es fehlen aber nicht nur Sozialwohnungen in diesem Land. Es fehlen auch Wohnungen für normale mittlere Einkommen. Es fehlen sicherlich auch Wohnungen im hochpreisigen Segment, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Es fehlt also an allen Ecken und Enden. Denn selbst wenn man viel Geld auf den Tisch legen möchte, wenn man bereit ist, viel zu zahlen, das gibt es ja, selbst dann sucht man sich mittlerweile bescheuert, je nachdem, in welcher Region. Also es ist nicht so, dass es ein Überangebot an teuren und ein Unterangebot an günstigen Wohnungen gibt. Es fehlt alles durch die Bank weg. Und das ist ein ziemlich großes Problem. Ja, sicherlich, es ist regional sehr unterschiedlich. Irgendwo in Buxtehude, Nordostausbau, da kriegt man vielleicht noch eine Wohnung. Ich kenne jetzt den Wohnungsmarkt in Buxtehude, Nordostausbau nicht so gut, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn man eine Region hat, irgendwo JWD, da findet man wahrscheinlich eher was, als wenn man irgendwas sucht, beispielsweise in Berlin-Mitte. Ich meine, das ist logisch. Aber je nach Region fehlt es an allen Wohnungen. Von Sozialwohnungen über hochpreisige, weil einfach zu wenig gebaut wurde für die Nachfrage. Und alleine an Sozialwohnungen knapp 1 Million, nämlich über 900.000. Aktuell hat man wohl Ende 2022 gehabt 1.088.000 Sozialwohnungen. Und bis 2030 braucht man um die 2 Millionen, wird geschätzt. Also ich würde jetzt auch hier sagen, das ist eine sehr zurückhaltende Schätzung. Ich gehe eher davon aus, dass man bis 2030 eine deutlich höhere Nachfrage nach günstigen Wohnungen hat, einfach weil ja immer mehr Branchen, praktisch der gesamte Mittelstand kaputt gemacht wird und es dann dementsprechend auch viel mehr Leute mit einem sehr geringen bis gar keinem Einkommen gibt.
Es ist aktuell mehr so eine Momentaufnahme, dass man ja 2 Millionen brauchen könnte. Ja, was ist denn, wenn der Rest der Wirtschaft auch noch flöten geht? Wenn es also immer mehr Leute gibt, die nicht mehr oder nicht mehr ordentlich für ihr eigenes Leben aufkommen können. Ja, dann steigt die Nachfrage nach günstigen Wohnungen doch erst recht. Also sind die 2 Millionen wahrscheinlich mehr so eine sehr, sehr grobe, sehr konservative Schätzung. Und ich würde das eher verdoppeln oder verdreifachen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in dem Land so weitergeht. Bisher verspricht man uns ja jedes Jahr noch, ja, dieses Jahr gibt es einen Aufschwung. Ja, blöd nur, dass selbst das Statistische Bundesamt jetzt mitbekommen hat, Rezession, knallt ganz schön rein, wird auch dieses Jahr nicht besser werden. Aber da man das ja ganz geschickt immer erst im Nachgang dann nach unten korrigiert, stützen sich natürlich alle anderen Studien, Umfragen, Schätzungen erstmal auf die angenommene Prognose. Und wenn da die offizielle Prognose ist, ja, die Wirtschaft wird sich erholen, dann geht man natürlich dann mitunter in sich darauf beziehenden Studien davon aus, dass sich die Wirtschaft erholt. Wenn sie sich dann eben nicht erholt, müssen dann muss die Studie dann auch wieder korrigiert werden. Also geht man eventuell mit einer falschen Grundannahme rein in die Schätzungen. Und selbst wenn es stimmen sollte, dass es nur 2 Millionen sind, die gebraucht werden bis 2030, das sind jetzt noch 6 Jahre, lasst uns noch mal ganz kurz hochrechnen, wie lange es dauert, bis man auf 1 Million, auf 900.000 Wohnungen kommt, wenn man pro Jahr 30.000 fertig kriegt. Also man hätte dann in 10 Jahren 300.000. Man hätte in 30 Jahren 900.000. Das Problem ist aber, dass in 30 Jahren, dass wir dann, was haben wir jetzt? Ach, 24, haben wir 2054. Ein bisschen spät, oder? Also wenn das Bautempo so weitergeht wie bisher, dann sehe ich da keine 900.000 zusätzlichen Wohnungen in den nächsten 6 Jahren. Die sehe ich auch so nicht. Also auch wenn sich jetzt irgendwas ändern würde, wo soll es denn herkommen? Es gibt weder das Personal für, noch das Baumaterial, noch irgendeinen Bauträger, der es finanzieren will. Und gleichzeitig ist man aber auch ganz froh und munter mit dabei. Das ist ein Artikel, den hat das Handelsblatt veröffentlicht. Hochinteressant, da hat nämlich die Tagesschau nicht darauf hingewiesen. Man ist offensichtlich auch froh und munter dabei von staatlicher Seite, die vorhandenen Mieten noch weiter zu treiben. Und wie macht man das? Indem man erstaunlicherweise komische Prioritäten setzt. Denn man gibt etwa 5-mal so viel an fremder Leute Geld dafür aus, dass man bisherige Wohnungen subventioniert, ist jetzt die falsche Bezeichnung, aber dass man Unterstützung zahlt an Leute, die eine Miete haben, die sie selber nicht zahlen kann, dass man das abfedert über Sozialausgaben. Also Unterstützung halt. Ich glaube, ist nachvollziehbar. Ich habe jetzt den richtigen Fachbegriff aus dem Artikel mir nicht rausgeschrieben. Man zahlt also 5-mal so viel an Zuschüssen für Mieten, die höher sind als das Einkommen der Person, die dort wohnt, als man in den Bau von neuen Wohnungen investiert. Das kann nicht funktionieren, oder? Erst ging sogar herum, dass man 8-mal so viel an entsprechenden Zuschüssen zahlt, als dass man in Neubau investiert. Wäre aber sinnvoller, und das fällt auch dem Handelsblatt auf, dass man das 5-fache in den Neubau von bezahlbaren Wohnungen investiert, dann müsste man nämlich weniger an Zuschüssen bezahlen für teure Mieten. Also dann hätte man mehr Wohnungen da, dementsprechende Entlastung auf dem Wohnungsmarkt und geringere Mietpreise. Aber das ist noch nicht alles, denn eben jener Staat treibt auch noch die Mietpreise in die Höhe durch dieses Gebaren. Denn mitunter zahlen sie wohl bis zu einem Quadratmeterpreis von über 19 Euro. Und das ist heftig. Also 19 Euro pro Quadratmeter, was da so an staatlichen Mietzuschüssen gezahlt wird, kann man mal machen. Aber wozu führt denn das? Zu einer Anhebung vom Mietspiegel in der Region. Und wozu führt ein höherer Mietspiegel in der Region? Naja, dass die anderen Vermieter sich dem dann auch irgendwann anpassen, in Klammern teilweise anpassen müssen. Denn das ist ja die Krux. Hatten wir ja in München mal einen relativ prominenten Fall. Da wollte jemand deutlich unter dem Mietspiegel seine Wohnung vermieten. Da ist ihm gleich das Finanzamt aufs Dach gestiegen. Da wollte man der Person mehr oder weniger Sanktionen androhen. Also, dass die Person auch noch dafür bestraft wird, wenn sie die Wohnung günstig vermietet. Weil es wäre ja so grob unter dem Mietspiegel. Also sehr, also viel unter dem Mietspiegel. Das ist interessant. Wenn also die Hampel mit fremder Leute Geld Zuschüsse in Milliardenhöhe zahlt, Mieten finanziert, die sie selber hochtreiben durch dieses Finanzgebaren und gleichzeitig alle anderen dann nachziehen müssen und ihre Mieten auch anheben müssen, wenn sie keins auf den Deckel bekommen wollen, von wegen, warum vermieten sie denn unter Mietspiegel, dann treibt man gleich, dann hat man einen Teufelskreis. Also man zahlt teure Zuschüsse, weil man einen extrem angespannten Wohnungsmarkt hat. Gleichzeitig erhöht man den Mietspiegel
und sorgt dafür, dass alle anderen Vermieter ebenfalls anziehen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Also irgendwie klingt das alles nicht ganz so durchdacht. Und da bin ich sehr froh, dass das Handelsblatt da mal drüber geredet hat, weil das ist so ein Aspekt, ich denke, der ist vielen Leuten gar nicht klar. Ich hab das auch noch nicht so mitbekommen. Ich habe zwar mitbekommen, ja okay, Wohnungsmarkt extrem angespannt, wird kaum gebaut, soweit so klar. Und natürlich werden Milliarden an Sozialausgaben rausgeballert, weil man die Leute ja vorher um ihr eigenes Geld erleichtert hat und so dann nicht mehr in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Dass es aber ein Teufelskreis ist, der alle anderen auch mit reinzieht in die Spirale. Eine Aufwärtsspirale an Mieten bewirkt, das war mir auch noch nicht so bewusst. Man stellt sich ja von politisch-ideologischer Seite meistens hin und erzählt, ja, die bösen, bösen, geldgierigen Vermieter. Das Problem ist aber, wenn der Mietspiegel steigt, dann kann der Vermieter da nur begrenzt drauf einwirken. Heißt also, es ist nicht unbedingt die Schuld des Vermieters, dass die Miete steigt, sondern er muss danach ziehen, damit er nicht der Gelackmeierte ist. Und das wiederum muss noch viel, viel stärker im Bewusstsein der Leute ankommen. Deswegen kann ich den Artikel vom Handelsblatt absolut empfehlen. Also es ist wirklich, wirklich interessant, wie das zusammenhängt. Zum einen wird kaum gebaut, zum anderen knallt man aber Gelder raus, treibt damit die Mieten, hat keine Wohnung mehr und wundert sich, oh, Kacke, wird ja alles teurer. Ja, wieso wohl? Und gleichzeitig schreit man dann noch, wir haben ja Platz. Aber auf der anderen Seite weint man, ach nee, wir haben eigentlich keinen Platz, weil wir bauen ja nicht. Wir haben ja versprochen, dass wir bauen, aber wir haben eigentlich nicht gebaut. Finden wir ja keinen mehr, der bauen will und wir selber kriegen es auch nicht hin. Also es ist doch mal wieder Inkompetenz in Reihenform, oder? Die Veröffentlichung, die müsste noch viel, 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 viel prominenter die Runde machen. Aber traurigerweise ist es wieder so ein relativ komplexes Thema, Wohnungsbaupolitik und so. Da schaltet wahrscheinlich der eine oder andere, der sich nicht allzu sehr für Politik interessiert, schon in der Einleitung ab und wird vermutlich nicht so die großen Kreise ziehen, was einfach ganz, ganz wenige Leute oder nur einen geringen Teil der Bevölkerung interessiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt ja immer noch so ein bisschen das Phänomen des Weges des geringsten Widerstandes, so nach dem Motto, was juckt's mich, was in dem Land schiefläuft, solange ich noch irgendwas im Kühlschrank habe. Und solange das so weitergeht, solange sowas einfach abgenickt wird und man sich denkt, ja mein Gott, ist uns doch wurscht, da wird sich auch nichts ändern. Es gibt ja langsam ein Umdenken in der Bevölkerung, das sieht man ja auch daran, dass ein Großteil der Bevölkerung den Protesten der Landwirte des Mittelstandes sehr, sehr positiv gegenübersteht, also wirklich gejubelt wird, am Fenster geklatscht wird, gewunken wird, Daumen hoch gezeigt wird. Man sieht das da. Drüber nachgedacht wird und zum Ergebnis gekommen ist, dass das, was die Landwirte und sämtliche andere Branchen, die sich angeschlossen haben, dass das, was die machen, dass das notwendig ist, dass was Positives ist. Oder was für die meisten Positives ist. Für die Hampel natürlich weniger, ist ja klar. Also da hat schon so ein gewisser Erkenntnisgewinn eingesetzt. Man hat sich damit beschäftigt und hat festgestellt, ach ja, das finden wir gut. Man müsste sich aber dann noch ein bisschen tiefer gehen mit den anderen Thematiken beschäftigen, unter anderem beispielsweise mit dem Wohnungsmarkt. Und dann kommt man vielleicht auch in Berlin auf die Idee, dass es nur, indem man jemandem eine Wohnung wegnimmt, eben nicht mehr Wohnungen gibt. Also wirklich so als essentielles Grundverständnis erstmal. Wenn man das verstanden hat, dann kann man sich ein bisschen weiter einlesen und kriegt eventuell irgendwann mit, dass man ein Wohnungsproblem nur dann lösen kann, wenn man eben die Nachfrage auch mit einem Angebot bedient. Und das setzt nun mal voraus, dass man baut. Ja sicher, dann weiß man vielleicht, dass man bauen sollte, muss man aber immer noch jemanden finden, der bauen möchte und bauen kann. Und gut, das wird dann wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt werden, der in diesem Land nicht mehr funktioniert. Da kann man noch so oft Sozialwohnungen versprechen, aber wenn da nichts kommt. Also ich meine, ich kann mich ja auch hinstellen und sagen, keine Ahnung, jetzt kommt ein großes Steak geflogen, was ich mir nach dem Vlog dann gemütlich reinziehe, während ich die nächsten, das neue Met am Morgen mir anschaue. Problem ist nur, es wird kein Steak geflogen kommen. Kann ich mal sagen, jetzt kommt Steak geflogen. Kann auch hoffen, dass es Steak geflogen kommt. Aber deswegen kommt keins geflogen. Und das sollte man der Hampel vielleicht mal klar machen. Wobei der Hampel nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob die das nicht eventuell durchaus wissen. Das sollte man den Leuten klar machen, die sich von der Hampel einlullen lassen, die sich hinstellen und sagen, aber die Hampel will doch Wohnungen bauen. Ja, will die Hampel. Und wo sind sie? Und will die Hampel wirklich Wohnungen bauen? Oder ist das mehr so eine Beruhigungspille, damit ihr die Schnauze haltet und bloß nicht gegen die Hampel demonstrieren geht? Ja, Fragen über Fragen. Zu antworten müsst ihr da selber finden, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch meine Vermutung sagen, aber da kommt die Hampel nicht allzu gut bei weg. Also ihr könnt euch vorstellen, was meine Antwort auf diese Frage ist. Schauen wir uns noch die nächste Meldung an, so wie wir denn noch eine haben. Ich gucke mal kurz nach. Wir sind wieder ziemlich kreuz und quer durch meine Notizen gegangen. Also wirklich von einem Thema zum anderen gesprungen. Da überlese ich dann immer ganz gern welche. Ja, wir haben noch was vom SWR. Nämlich einen Bericht aus Baden-Württemberg, bei dem der Innenminister, der Strobel von der CDU, nun etwas angekündigt hat, was dem einen oder anderen Grünling ziemlich quer im Magen liegt. Er möchte nämlich in
öffentlichen Behörden, in der Verwaltungssprache, wie er es genannt hat, das sogenannte Gendern verbieten. Also keine schwachsinnigen Sonderzeichen, Sterne, Striche oder irgend so Murks, der in der Sprache überhaupt nicht vorgesehen ist mehr. Stattdessen einfache, klare Kommunikation nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung. Hat auch mitgeteilt, dass was da an mittlerweile Sprachverhunzung umgeht, das hat nichts mit irgendwie einer Gleichberechtigung oder Inkludierung von irgendwelchen, nach keine Ahnung, Straßenschildern und Kampfhelikoptern zu tun. Das ist Nonsens. Es grenzt eher Leute aus. Und deswegen soll es jetzt im Verwaltungsbereich erstmal rausgenommen werden. Eigentlich hat ein entsprechender, kein Volksentscheid, sondern ein, wie haben Sie es bezeichnet? Ich muss mal kurz die Notiz zu raussuchen und mal schnell schauen, wie das offiziell hieß. Ein Volksbegehren war es, hat zwar eigentlich gefordert, haben auch tausende Unterschriften zugefunden, dass es auch an Schulen und Hochschulen abgeschafft werden soll, denn es ist ja immer noch so, dass es mitunter schlechtere Benotungen für Schüler oder Studenten gibt, wenn sie den Regeln der deutschen Rechtschreibung folgen und eben nicht mit irgendwelchen Sonderzeichen um sich werfen, dann werden die teilweise benachteiligt in der Benotung und das kann nicht sein. Das sollte nach diesem Volksbegehren eigentlich auch abgeschafft werden. Soweit ist man aber leider bisher noch nicht gegangen. Es soll erstmal nur die Verwaltung betreffen, aber dafür dann auch demnächst umgesetzt werden. Passt den Grünlinken gar nicht. Und jetzt haltet euch fest, ausgerechnet die Grünlinge schwurbeln jetzt von politischer Verbotsideologie. Die Grünen. Die Grünen beklagen Verbotsideologie. Liebe Grüne, darf ich euch vorsichtig darauf hinweisen, was ihr in den vergangenen Monaten alles verbieten wolltet? Und teilweise auch getan habt, Stichwort Heizungen, das ist eins von vielen Dingern. Und was ihr in den vergangenen Jahren noch alles verbieten wolltet, das ist keine Verbotsideologie. Also dass ausgerechnet die Grünlinge jetzt kommen und sich über Verbotsideologie echauffieren, das hat schon Comedy-Potenzial. Ja, liebe Grünlinge, kriegt doch mal eure eigene Medizin zu schmecken, nicht wahr? Warten wir ab, ob das in Baden-Württemberg nun durchgeht. Wäre nicht das Schlechteste, wenn diese Sprachverhunzung wieder zu den Akten gelegt werden würde, zurück in die Untiefen irgendwelcher Schubladen von gelangweilten Akademikern, die nach 50 Semestern Philosophie dann vielleicht doch irgendwann mal fertig geworden sind oder eben auch nicht. Aber de facto einen Mehrwert im Alltag hat es für niemanden. Und ich kenne auch wirklich keinen einzigen, der sich diskriminiert von fühlt, wenn man von Schülern spricht oder von Lehrern spricht oder von, ach keine Ahnung, Reisegruppenmitgliedern spricht. Die einzigen, die immer so tun, als würden sie sich davon benachteiligt fühlen, sind Leute, die irgendwie ansonsten nichts haben, worüber sie sich definieren können. Und das ist ziemlich traurig. Also wer der Meinung ist, dass man für jedes Tierchen eine extra Anrede benötigt, weil sonst wäre das ja Diskriminierung, der sollte vielleicht mal, da gibt es ja auch so anonyme Beratungstelefonnummern, der sollte vielleicht mal professionelle Hilfe suchen und das zugrunde liegende Problem aufarbeiten lassen. Warum zur Hölle er sich als herabgesetzt ansieht, wenn man ihn nicht gesondert in einer Masse von Leuten gesondert hervorhebt. Also es klingt schon ein bisschen leicht narzisstisch veranlagt, wenn man eine Gruppe an Schülern hat, wo alles inbegriffen ist. Männlein, Weiblein, Straßenschild und was sonst noch so rumkreucht und fleucht. Und da einer aber der Meinung ist, jetzt werde ich aber diskriminiert, weil ich werde ja als Schüler bezeichnet. Ich bin ja ein Schüler X außen, innen, rundherum im Kreis. Und wenn das nicht gesondert aufgeführt wird, dann fühle ich mich in meinem Selbstwertgefühl verletzt. Also, wenn dem so sein sollte, wie gesagt, professionelle Hilfe suchen, dann musst du dich nicht diskriminiert fühlen. Dann musst du auch niemand anderem deinen komischen Sprachfetisch aufzwängen. Aber bei übersteigertem Geltungsdrang, dann mag das vielleicht normal sein. Haben wir eventuell Psychologen anwesend, die das mal wissenschaftlich herleiten können, woher das kommt. Aber worum es mir eigentlich geht, ich habe wirklich noch nie jemanden erlebt, der sagt, er fühlt sich jetzt irgendwo in seinen Gefühlen verletzt, wenn er nicht gesondert angesprochen wird in einer Gruppe. Und in vielen anderen Sprachen gibt es so eine Differenzierung gar nicht. Ja, natürlich, wenn man da jetzt eine Gruppe an, ach, keine Ahnung, wenn man auf der Mädchenschule ist, auf der katholischen, und da überall nur Nonnen rumlaufen als Lehrer, ja, dann sind das natürlich in der Regel Lehrerinnen. Ja, dann ist es eine Gruppe Lehrerinnen, kann man ja so sagen. Aber das ist ja dann schon eine Abstufung. Nur weil man bei einer bunt gemischten Lehrergruppe von Lehrern spricht, werden doch die Nonnen nicht ausgegrenzt. Wenn man spezifisch wirklich nur Frauen da hat oder Straßenschilder oder keine Ahnung, was auch immer,
ja, dann kann man sagen, okay, das sind jetzt alles die Schülerinnen aus dem Sportkurs so und so, aus der Volleyballmannschaft. In Ordnung. Aber Schülerinnen oder Männlein, Weiblein, was auch immer, ist bei der allgemeinen Form, ist mit inkludiert, wird nicht ausgeschlossen. Wir sind also unter dem Oberbegriff Schüler auch mit angesprochen. Das sind dann keine Schülerinnen oder Lernenden oder was auch immer. Wurde ja auch mal angeführt. Das sind ja keine Studenten mehr, das sind ja jetzt Studierende. Was ist, wenn der Student in der Mensa sitzt? Er studiert er nicht, dann isst er. Ist er ein Essen da? Naja, auch hier wieder der Irrsinn. Nicht nur des Jahres 2024, das läuft ja schon seit geraumer Zeit. Und mittlerweile sind ja selbst große Mainstream-Plattformen wieder zurückgerudert, haben gesagt, also irgendwie laufen uns die zahlenden Kunden weg. Ich glaube, der Tageslügel war es in seiner Printausgabe. Haben sie das Gendern wieder abgeschafft. Ja, warum wohl? Gibt ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder Beschwerden. Eine der größten Quellen für Beschwerden ist die Sprachverhunzung auf diversen Kanälen. Es kommt bei der Zielgruppe, das ist ja nun gerade öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir gucken sich das an, das ist ja meistens eine Ü50-Fraktion, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber es sind jetzt Leute, die haben diese Geltungsstörungen nicht. Die fühlen sich nicht ausgegrenzt, wenn man jetzt nicht auf jedes Tierchen extra eingeht. Und die fühlen sich dann verarscht von so einem Schnulli. Und die Schneeflöckchen, die nichts anderes im Leben haben, als zu sagen, ich bin aber heute ein diverses N-Strölfzig mit, keine Ahnung, mit einem lila bunt gestreiften Ringelschwänzchen. Ja, das ist ja mehr so eine, wie nennt man das? Es sind ja selten Leute, die irgendwie irgendwo im Leben stehen. Das ist ja mehr so, dass man kommt nach der Schule nach Hause, hat keine Igel zu kennen, Eltern kümmern sich um alles, man wird da ganz gemütlich von der Schule zur Demo und zurückgefahren. Und dann sitzt man da und überlegt sich, oh Kacke, jetzt gucke ich hier seit 3 Stunden auf mein Handy zu TikTok, mir ist langweilig. Ich selber habe bei TikTok aber nur 2 Follower und irgendwie will die Scheiße keiner sehen. Jetzt brauche ich irgendwas, worüber ich mich wichtig machen kann. Schaut mal, ich bin endsdivers. So in die Richtung. Das beißt sich ja meistens etwas mit Leuten, die, naja, durchaus ihr Leben selber bewerkstelligen, drücken wir es so aus. Aber die Zielgruppe, die anfällig für irgendwelche Sonderzeichen ist, die ist eben nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe wie die, die sich irgendeinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschauen. Also es ist ein ganz anderer Personenkreis. Bei einer Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, da wird man sich wohl keine 15 Minuten Tagesschau angucken. Also da ist ja so ein Short auf TikTok, was länger als 60 Sekunden ist, sprengt ja meistens schon den Aufmerksamkeitsrahmen. Also liebe öffentlich-rechtliche, nicht nur öffentlich-rechtliche Dumpfen, generell liebe Medien, die Zielgruppe, die könnt ihr nicht akquirieren. Die werden sich mit euch nicht beschäftigen. Das geben die geistigen Kapazitäten in vielen Fällen nicht her. Die scrollen da durch und wenn ein Video länger geht als 20 Sekunden, dann sind sie schon raus. Und das kriegen sie so langsam aber sicher auch mit. Ja, das mag jetzt relativ gemein geklungen haben, aber ist ja leider in vielen Fällen, zumindest meine Beobachtung, gar nicht mal so falsch. Kommen wir aber erstmal zum Ende. Da kommt der kleine Flattestent. Schaut mal, da ist er anwesend, hat aufgehört, die Chefin zu ärgern. Geht's dir gut? Schnurrst du? Nee, der Motor läuft noch nicht. Hab gerade mal geschaut, ob er schon die Motorin angeschmissen hat, damit er noch kurz für euch schnurren kann, bevor es dann in den weiteren Verlauf des Abends geht. Und ich jetzt gerne mein hierher geflogen gekommenes Steak essen würde, was leider nicht angekommen ist. Welche Überraschung. Naja, war ja auch nur ein Witz, aber ich hätte jetzt wirklich gern Steak. Ah, läuft. Ohne, dass ich kurbeln muss da. Du musst ein bisschen lauter schnurren, Kollege. Dann hören sie dich besser. Mein furzender Sessel wieder. Ich war's nicht. Ja, er schnurrt, aber er ist mehr abgelenkt, weil die Chefin vorbeiläuft. Ihr seht es am Köpfchen.
Na, Junzi, kommst du auch noch? Na komm, meine Süße, wackelt der ganze Weihnachtsbaum, wenn du hochhoppst. Also Juna ist mittlerweile so ein bisschen der Altmaier der Redaktion. So, habt ihr es gehört? Da ist die Juna aufs Regal gesprungen und zack, bebte hier der Boden. Aber wenn dann der Winter vorbei ist, dann wird sie auch wieder etwas, naja, graziler unterwegs sein. Sie hat eben aktuell Winterspeck, du Süße? Aber Juna ist nicht die einzige Katze, die aktuell ziemlich fett ist. Unsere Katze im Stall, die ist auch... Na, Fladdy? Und die ist Freigängerin, aber die fängt sich ohne Ende Mäuse und schnurrt sich dann da drinnen trotzdem noch Katzenfutter zusammen. Ja, ja, die Urwampe ist es. Hm, Junchen? Na komm, meine Süße. Schau noch mal vorbei. Du wirst auch noch etwas zum Schlusswort beitragen. Hm? Was ist denn das? Was glotzt du? Guck nicht so echauffiert. Aber ein schönes, weiches Fellchen hat sie. Ja, Werner, hast recht. Juna ist nicht fett, sie ist nur temporär untergroß. Das passt gut. Der Kopf ist aktuell etwas zu klein für den Körper. Aber kann ja mal passieren. Oh, mein Katze. Naja, jetzt haben wir genug die Chefin geärgert und uns über sie lustig gemacht. Aber dass Katzen im Winter etwas dicker sind als im Sommer, ich denke, das ist ein allgemeines Phänomen. Ich lese es ja auch gerade im Chat. Betrifft einige Katzen. Hm? Stinkt hier? Dein Motor läuft noch sehr gut. Es schnurrt und klotzt die Chefin an. Ein kleiner Kater von wegen. Kleine Wuchtbrumme ist es. Schaut euch dieses Koloss an. Naja, jetzt haben wir uns genug Irrsinn angeschaut. Wer? Es gibt jetzt zum Abschluss des Vlogs noch ein Personalgespräch. Dann beteilige ich mich aber daran. Stellt sich nur die Frage, wen ich von euch beiden dann zuerst die Treppe hochjage und fauche. Nee, machen wir nicht. Lasst euch nicht ärgern morgen, versucht nicht wegzurutschen. Wir haben ja schon wieder die Katastrophenwettermeldung. Es soll ja morgen glatt werden. Ja, im Winter wird es glatt, welche Überraschung. Deswegen gibt es eigentlich auch so die Regel, dass man seine Winterreifen im Oktober aufziehen soll, weil ab Oktober normalerweise mit Schneefall zu rechnen sein könnte, je nach Höhenlage. Aber bereitet euch darauf vor, morgen ist eventuell wieder ein bisschen glatt und dann kommt da bestimmt auch wieder der ein oder andere von öffentlicher Seite und empfiehlt euch, ihr solltet bitte zu Hause bleiben. Ja, man kann auch einfach sein Fortbewegungsverhalten an die Witterung anpassen, dann fliegt man auch nicht aufs Maul. Gibt ja durchaus auch Schuhe mit einem gewissen Profil, die eben nicht unbedingt zum Wegrutschen neigen. Also wenn man da so im Ballerina-Tippelschüchen da versucht, übers Blitzeis zu flanieren, dann geht das vielleicht in die Hose. Aber wenn man sich ein bisschen vernünftiges Schuhwerk anzieht, dann sollte das machbar sein. Aber hey, im besten Umsitzern aller Zeiten, im Nanny-Staat muss man den Leuten sogar erklären, dass es, wenn es glatt ist, dass man da vielleicht nicht im holländischen Holzschuh vor die Tür geht. Wobei, der rutscht. Der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht geeignet, wenn es glatt ist. Holz, je nach Holzart. Aber das werden wir dann morgen sehen. Legt euch nicht auf die Nase und wenn doch, dann versucht euch dabei zumindest nichts zu brechen. Und dann warten wir ab, was uns der Irrsinn des Tages so zum Mittwoch beschert. Deswegen bis dann. Ja, Socken über die Schuhe ziehen, schreibt Altmaiers Unterhose. Das könnte tatsächlich auch. Könnte sein, dass es funktioniert. Aber ich möchte euch jetzt keine Wintertipps geben. Ich für meinen Teil habe da jetzt noch nie so die Probleme gehabt, wenn es glatt war. Also ich weiß nicht, was immer alle haben. Dann rennt man eben nicht wie irre durch die Gegend. Dann läuft man ein bisschen vorsichtig und guckt. Einen Tipp kann ich euch geben. Wenn man Angst hat, dass draußen glatt ist, ist es nicht die allerbeste Idee, so zu laufen. Aber gibt es einen absoluten Geheimtipp? Da hat man Augen. Da kann man auf den Boden gucken. Also jetzt nicht so auf den Boden, sondern mehr so. So auf dem Boden. Und dann sieht man, was an Witterung vor einem liegt. Und dann rutscht man auch nicht versehentlich aus. Also ist von mir erprobt, das funktioniert. Naja, genug Scherze gemacht. Bis nachher dann.